Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Secrets of Grandia. In der letzten Runde sind wir grandios gestorben. Da war es so ein gefährliches Kaninchen und das gefährliche Schweinchen. Und ich dachte mir, wenn dem so ist, dann gucken wir doch mal, ob wir vielleicht besseres Equip irgendwo bekommen oder wie teuer das zumindest ist. Abenteuer. Gehen wir doch mal rein. Guten Tag, kann man hier was kaufen? Oh, tatsächlich. Ah, okay, Einhandwaffenschild. Rüstung. Wir haben schon eine Rüstung, oder? Ah, guck mal, da rechts sieht man ein Preview. Wir haben doch überhaupt keine Rüstung. Wir sind ja Deppen. Verteidigung plus 15. Verteidigung plus 4. 1500. Wie viel Geld haben wir? 500 Geld haben wir. Vielleicht gucken wir erstmal, ob wir was verkloppen können. Einhandwaffen, guck mal. Die haben wir gerade equipped. Die will ich nicht. 25, ne, das ist doch gut. Und die will ich auch nicht. Ups. Diverse. Verwendbar. Kopf. So, wir haben ja noch den Strohhut. Können wir den Strohhut mal aufsetzen? Das ist aber bestimmt mega nice. Auch wenn er uns nichts bringt. Hut. Equip. Strohhut, ein stylischer Hut, gefertigt aus Stroh, offensichtlich. Ach, der macht auch Verteidigung plus 4. Ach so, das ist voll geil. So, guck mal jetzt hier, guck mal hier, verkaufen. Guck mal, da ist mit Diverses. Können wir dann die Scherben vielleicht verkaufen, die wir überall aufgesammelt haben. Grüner Schleimapfel, Bienenstachel, robustes Fell, Honighasenfell, kleiner Zweigbeeren, Krugscherben. Du besitzt 8, wieso haben wir nur 8 Krugscherben? Ich dachte, wir haben 1000 davon aufgesammelt ungefähr. Lass mir ja verklingeln. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier wirklich so clever ist, das zu machen. Wir sind jetzt schon bei 600 Gold. Na gut, gucken wir mal noch ein bisschen weiter kaufen. Schuhe können wir uns vielleicht mal noch kaufen, hm? Da, Verteidigung 9. Das hier macht Verteidigung plus 1. Ein Schild. Ach, guck mal, wollen wir uns vielleicht den Schild kaufen? Ja, dann müssen wir aber. Nee, ich glaube, es passiv ist erstmal besser, weil das Schild, das muss ich aktiv einsetzen, das vergesse ich vielleicht. Deswegen nehmen wir jetzt hier die Bergstiefel. Wir haben noch 200 Gold. Können uns dafür nichts leisten, weil der. Aber. So, guck mal. Schusen. Equippen. Ach, der hat ja automatisch Equip, weil wir natürlich nichts anhatten. Und wenn wir das kaufen, dann wollen wir das natürlich haben und so. Style. Nö, Style, unser Style ist schon geil. Oh, guck mal hier. Hier gibt's Schmuck. Hallo. Was kann ich denn bei dir kaufen? Ah. Maximale LP plus 75. Hm. Also man kann sich ja noch ganz gut equippen. Gezeichnet. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier nochmal und gucken mal, ob wir jetzt die Quest bekommen, ohne dass wir verrecken. Also ich weiß jetzt jedenfalls, diesen Hasen, den werden wir nicht mehr lesen. Diesen weißen Hasen. Hallo. Hey, junges Gemüse. Warte mal, was? Du hast also geschafft, dir einen Bogen zu besorgen. Trotzdem könnte er noch ein bisschen besser sein. Um ehrlich zu sein, ist ziemlicher Mist. Okay. Ich kann ein bisschen für dich verbessern, wenn du willst. Okay, wie wär's mit 1500 Gold? Nö. Mhm. Okay, unseren Bogen können wir also auch noch verbessern. Mal gucken hier, dann war das so. Hey. Junge. Scheiß Wildschwein, Alter. Boah, Crash. Boah, das macht ganz schön Damage. Das macht Damage. Wir brauchen ein Wow. Okay, nee, pass mal auf. Wir machen das mal folgendermaßen. Wir verpissen uns hier erstmal vor dem Wildschwein.
Ich habe das Gefühl, die sind ein wenig gefährlich. So, und dann werden wir uns erstmal eins heilen. Gucken wir mal, was die hier machen. Geht schon. Die gehen voll klar. Oh oh. Ei, ei. Können wir den schon wieder benutzen? Nee. Sehe ich das irgendwo, wenn ich den wieder benutzen kann? Nee, da muss ich halt immer klicken und gucken. Das wäre jetzt schön, wenn ich hier noch irgendwo sehen könnte, jetzt ist dein Heiltrank wieder voll oder so. Dergleichen, ne? Ey. Wow. Der Feuermann. Oh, daneben. Ah, jetzt sehe ich, dass er wieder voll ist. Hey. Dann schmeiß ich hier die Unkel. Okay. Zack, zack. Hast du die Teleportplatte, die wir aktivieren müssen? Nee, die ist schon. Wow, activated. Was gibt's denn hier drin im Knusperhäuschen? Hallo, darf ich Ihre Möbel kaputt machen? Oh, ein Wanderer, wie süß. Ich sitze hier neben, ich ziehe mich in der Patsche, weißt du? Ich probiere gerade ein neues Rezept aus und ich habe gerade bemerkt, dass mir ein paar Zutaten ausgegangen sind. Ich würde rausgehen und sie selber sammeln. Aber wenn ich jetzt aufhöre zu rühren, wird die ganze Kessel ruiniert sein. Vielleicht könntest du mir helfen, Schätzchen. Wenn du mir ein wenig Kürbisfleisch, Honig und Exoplasma bringen könntest, wird es deiner Mühe wert sein. Alles klar, okay. Das sollten wir doch schaffen können. Halt die Fresse. Mach dich fertig, Junge. Au. Naja, wäre schon praktisch, wenn unser kleines Messerchen ein bisschen länger wäre, ne? Achso, hier ist die Hexe. Uiuiui. Ah, dich wollte ich eigentlich nicht angreifen, ne? Oh. Au. Oh. Tschüss. Das Spiel ist gefährlich, Junge. Im Level Up. Was sind das jetzt hier? Raufbeut. Ich würde mir die Dinger nicht angucken, aber... Naja. Ein Treffer mit normaler Attacke erhöht deine Verteidigung 5% pro Talentlevel. Das ist auch nicht schlecht, ey. Angriffsgeschwindigkeit erhöht Angriff. Jede normale Attacke erhält 5% Chance, Feind für 100% deines Mang zu verbrennen. Okay. Ja, Magie wäre... Vielleicht sollten wir mal Magie machen. Wirft den Gegner einen mächtigen Feuerball entgegen, um sie zu verbrennen. Das klingt ja gut. Krasser Feuerball, Junge! Können wir nochmal machen? Nee. Okay. Aber hier müssen wir auch noch irgendwas machen. Krankenversicherung LP gewinnt durch Aufsammeln von Gesundheitsorten wird um 10% erhöht. Erhöht deine Rate, mit der sich deine Tränke wieder auffüllen, 5%. Das nehmen wir mit. So. Auf Y ist er unser Feuerball, Junge. Ist der immer noch da? Scheiße. Ich hab doch Schildi gedrückt. Ah nein, ich hab... Na gut, okay. Ja, wir machen hier einfach direkt wieder auf. Okay, ist also nicht schlimm, wenn wir in dem Spiel sterben. Überhaupt nicht schlimm. Oh, ich würde einen Feuerball machen, Junge. Okay. Das muss alles für anders. Feuerball. Muss da runter. Da wollte ich nämlich gerade den Feuerball tun.
Na gut. Also. Ja, das heißt ja Secrets of Grindir. Alter. Wutz, Junge. Jetzt richtig einer eingeschenkt. Level up. Neisigkeit. Einen direkten Schal gefunden. Ja, jetzt haben wir schon wieder Level Up. Das heißt, wir werden dieses Level Up direkt wieder investieren. In irgendwelche Dinge. Ich finde den Trank wichtig. Vielleicht haben wir noch was Besseres. Munitionshorter, Schnellschuss, schnelle Reflexe, der Zeitfenster zur Aktivierung eines perfekten Blocks. Oh, da gibt es auch noch perfekte Blocks. Oh, hier gibt es so viel. Oh, wir konzentrieren uns vielleicht erstmal auf eins. So, warte mal. Ausweichender Schlag. Nehme ich. Wir haben noch so ein Goldding übrig, aber. Was ist denn ein Silberpunkt? Das kostet auch ein Silberpunkt. Was kostet denn Gold? Kostet das Gold? Was ist das? Das Schnitt aus Klinger. Schafft einen Klingengeber im Ziel. Welche Kraft durch Schaden? Bla. Kostet auch Silber. Was ist denn das für eine Scheiße? Kostet alles Silber. Na gut. Putz. Wollen wir hier reingehen? Ah, hier wird gerätselt. Wir müssen den Stein da reinbringen. Alles klar. Das war schon dumm. Nee, war nicht dumm. So. Der muss bestimmt da so. Der dann hier so. Den würde ich dann mal so tun. Damit wir den jetzt hier ein wenig schon mal bewegen können. Oh nein! Ja, okay, das war doch dumm. Guck mal, der muss nämlich dahin. Jetzt nach oben vielleicht, keine Ahnung. So. Geht bestimmt doch besser. Aber. So. Schau mal. Das können wir nämlich so tun. Muss ich die irgendwie aus dem Weg schaffen? Ohne dass ich mir den Weg nach oben blockiere. Uiuiui. Probieren wir das mal so. Auch noch. Irgendwie werden wir das schon schaffen. So cool gelöst mit dem Zurückspulen. Das finde ich nice. So. Ah, noch ein. Ah. Alter. Schibi, Schibi. Ich glaube, wir haben es gelöst. Aber man erkennt leider nicht so genau, wo man gerade schiebt. Das könnte ein bisschen irgendwie anders sein, vielleicht. So. Wie, hier ist jetzt kein geiler Schatz drin, immer. Geld. Ein Hexenhut. Und eine Laternenlampe. Was auch immer die macht. Mal gucken hier. Hut. Equipen. So, der macht. Aha. Gut, da rennen wir mit dem Hexenhut rum, da haben wir ein bisschen mehr Mana. Das ist gut, was haben wir jetzt noch gefunden? So. Alter, lass mich mal hier hoch. Aha.
Irgendwas haben wir noch gefunden. Das war wahrscheinlich irgendein Sammel-Item einfach nur, okay. Ups. Kann ich das auch aufladen? Ey. Kiste direkt auf die Ominöse. Ist auch noch was. Au. So. Und jetzt probieren wir gleich mal noch den anderen Skill hier aus. Ja, da. Wow, das war stylisch. Müssen sie so richtig fertig machen. Was ist das für ein merkwürdiger Effekt an der linken Seite? Das wackelt alles ganz links. Bin ich betrunken? Oder ist das mein Trugbild-Dings? Das könnte der Effekt von dem Trugbild sein. Tatsächlich. Oh, guck mal, wir haben ganz viel Geld. Ey, wir haben Geld. Habe ich den krass fertig gemacht. Warte. Ja. Heilen, Junge. Wenn der Trank voll ist, wäre ja Verschwendung. Wenn wir den nicht die instantan benutzen würden, wenn er sich wieder auffüllt. Uiuiui. Ja, willst du einen Pfeil vor deinen Arm haben, Junge? Putz. Ich mich direkt stärker. Minze. Eieiei. LP kritisch ist natürlich nicht günstig. Aha, daneben geschlagen quasi. Warte mal. Nein. So. Alter! Wieder kaputt gegangen. Verdammte Scheiße. So viel stärker sind wir anscheinend noch nicht geworden. Trinken. Ach, der macht sogar AOE ein bisschen. Hey. Pfeil, Laterne, Pfeil. Oh, sitzt hier der Assi hin. Haben wir jetzt schon alles für die Quest, um die abzugeben? Man weiß es nicht. Wo kann ich das nachgucken? Da, Quest. Aktiv. Koch mit Candy. Okay, Exoplasma haben wir sogar noch gar keins. Das heißt, wir brauchen noch nicht mehr dran denken, da weiterzumachen. Jetzt kommt hier wieder diese wilde Blume. Oh, Alter. Hup, Trinki. Aha! Wieder ein Level Up. Kann ja nicht alle zwei Minuten da reingehen. Guck mal, da unten ist was versteckt. Komm mal da ran. Oh, hier kann man angeln. Das haben wir auch noch nicht ausprobiert, oder? Also, wir haben es schon mal kurz gemacht während der Prüfung, aber. Das war's auch schon. Lass mal gucken hier. Schön, ja, erstmal einen Fisch rausholen. Ey. Ja, Mann. Ein toter Fisch. Nice. Genau das habe ich mir schon immer gewünscht. So, jetzt lass mal weitergehen. Die Dinge einsammeln. Vielleicht ist ja was drin. Das müssen wir noch prüfen. Gut, Junge.
Na, was willst du hier oben? Du olle Tante. Ja, wieso kann ich die nicht? Oh. Oh weh mir, warum? Ich schnurre so versessen auf diesen lilanen Blumenkranz. Alles klar. Oh, hier ist ein Kerl, das müssen wir natürlich mitnehmen. Müssen wir alles mitnehmen, ne? Huch. Na, egal. So. Oh, nicht die schon wieder. Ich verpiss mich instantan. Gehen hier lang. Hier ist ein Haus. Hallo. Oh, es gibt viele Monster in diesem Wald, aber. Aber was? Finish your words, man. Dude. Die krebt sich einfach so weiter. Oh. Warte mal eine Minute, Junge. Sind wir nicht gerade lang gekommen? Deshalb hasse ich Spukwälder. Man kann nicht mal einen Spaziergang machen, ohne einen anderen Fluch abzukriegen. Naja, naja. Lass uns wen finden, der diese Gegend lebt und sehen, was er darüber weiß. Flüche sind schließlich wie Kisten und Krüge. Es gibt sie hier, um sie zu brechen. Okay. Gut. Also wir wissen, was wir hier machen müssen, damit wir weiterkommen können. Wir müssen damit irgendwie reden, der diesen Fluch für uns umgeht oder so. Hi. Und das würde ich dann sagen, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Tut mir leid, dass man hier irgendwie nicht so viel gerade gesehen hat, weil wir ständig verreckt sind. Aber so ist das. Deswegen verpisse ich mich jetzt hier erstmal wieder in der Stadt, der Map. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Secrets of Grindea. Haut rein, macht's gut, bis dahin und schausen. Lass uns einen Daumen da, das würde mich sehr freuen. Tschüss.